Ja, das ist eigentlich ja nicht so weit, oder? Die 4 Minuten habe ich ja. Da haben irgendwas zu machen. Den Heli sollen wir abschmeißen. What the fuck, Mann? Der war garantiert teuer. Wir sind so schwer. Heli abwerfen. Och nö, der schöne Heli. Mann, der war teuer. Garantiert. Okay, ich muss noch W gedrückt halten. Nach vorne drücken. Alles klar, da drauf muss man auch erstmal kommen. Jungs, wir kommen gleich in Turbulenzen. Schnallt euch an. Vergiss es. Tschüss, Heli. Super. Jetzt klemmt die Decke auch noch fest. Scheiße. Briggs, leuchte dahin. Ich schieße ihn frei. Glaubst du triffst von da? Schätze, das werden wir gleich wissen. Freischießen, WTF? Schussposition gehen? Warum freischießen? Wie denn freischießen? What the fuck? Soll man den denn freischießen? Das verstehe ich jetzt nicht. Lass dich auf den Kran fallen, dann müsstest du freie Sicht haben. Weiter, 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 weiter. Ich kann schießen, warte. Ach so, meint er das. Ja, ja. Nicht gerade einfach da so zu zielen. Ach, der hing noch fest am Haken, alles klar. Gut, jetzt ist das Ding so schrott. Wo denn? Alles klar. 15 Meter. Ach, da. Ach so, die Zeit. Alles klar. Das ist die Zeit, die 4 Minuten. Die Zeit bis zum Aufprall. Ah, ich verstehe. Alles klar. Die Zugangsluke zur Elektrik ist dort. Naja. Komm, wir sprinten mal weiter. Wir müssen einfach garantiert nur geradeaus, ja. Komm schon. Ich geh in den Sturzflug und hab keine Lust, dass du in einen Lüftungsschacht donnerst. Schon dabei! Okay. Warum Sturzflug? What the f... Das finde ich behindert, dass Sam hier erstmal... Ja, doch. Aber das haben sie wieder geil gemacht. Sam, wir verlieren an Höhe. Ja, doch. Wenn ich sprinten könnte, wäre es geil. Wir haben noch 3 Minuten, also von daher. 3 Minuten, 1 Minute 30, so rum. Das sollten wir eigentlich packen. Verdammt, was dauert das so lang? Ja, ich kann nicht schneller gehen. Verdammte Scheiße. Bin ja gleich da, da, Cockpit, da. Da, Sam, geh rein, da ist der Cockpit. Was gibt's für ein Problem? Der will während des Fluges ein neues System installieren. Wäre längst fertig, wenn der Arsch mich nicht stören würde. Der bringt uns zum Absturz. Verdammt, was glaubst du, was gerade passiert? Lass ihn machen. Alles klar. Okay, Fischer, du musst Kerosin in die Triebwerke pumpen. Wenn das Ding hochfährt, bleiben nur Sekunden, um sie anzuwerfen. Die Steuerung für die Pumpen ist da drin. Nach dem Neustart ziehst du wie verrückt hoch. Wir haben nur einen Versuch, okay? Drei, zwei, eins, jetzt! Komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon, du Drecksding! Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! Knapp. Sau, scheiße, knapp. Alter! Also so einen Nerv hätte ich in der Zeit nicht. Vor allem, wie, dass die auch alle wissen, was sie zu tun haben, wenn so eine Kacke ist. Respekt. Wie sieht's aus? Die Hauptsysteme sind wieder aktiv. Wir fliegen, aber wir fliegen blind. Grim, interne Kommunikation funktioniert, kommen immer noch nicht raus. Hey, was ist gerade passiert? Wir waren Ziel eines Stuxnet-artigen Virus. Hab ein SMI-Backup installiert und alles gescannt. Wir sind sauber. Wie konnten die Engineers hier ein Virus einschleusen? Wir prüfen das und schicken dir die Ergebnisse. Oh, Scheiße. Was jetzt? Es kam eine Botschaft rein, bevor die Systeme ausgefallen sind. Die Direktive zum Schutz der Regierung ist in Kraft. Das bedeutet? Das bedeutet, dass sämtliche hohen Tiere und Militärs in Bunker gebracht worden sind, damit sie die Scheiße überleben. Das gab's zuletzt am 11. September. Oh mein Gott.
Denkt ihr, dass der letzte Blacklist-Angriff? Wir wissen es noch nicht, Charlie. Kümmer dich um die Kommunikationsanlagen. Amerikas Benzin abgeschlossen. Flüssiggasterminal. Sofort. Sofort. Ich will wissen, wie es weitergeht. Flüssiggasterminal. Na nun komm. Es ist eine Art modifiziertes Stuxnet-Virus. Modifiziert, modifiziert. Es lässt sich an neue Hardware-Umgebungen anpassen und sendet Details zu den Systemanforderungen nach Hause. Und von dort wird es on the fly an das neue System angepasst. Oh, das ist klasse. Ich mein scheiße. Aber cool. Waren das eure Leute? Scheiße, ich dachte eher an deine Freunde. Ja, aber das ist gut und sehr gefährlich. Kann jedes infizierte System lahmlegen. Ha, habe ich auch schon gemerkt. Versuch's mal, auf der anderen Seite vom Atlantik. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Briggs, Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus, ich habe die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals, das System. Ich habe doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam es ins System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da habe ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgelder auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso? Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Was war Ihr Ziel? Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker. Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh, scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Wir können nicht einfach so reingehen. Wir brauchen Infos über das, was dort geschieht, und zwar gestern. Ja, Sam. Verstanden. In Arbeit. Ich habe jetzt kurz Mission angehalten. Weil ich noch ganz kurz nochmal mit Sarah telefonieren will. Mal gucken, was die noch so Neuigkeiten hat. Ob die uns natürlich noch ein bisschen was Daten sammeln. Lol. Sarah anrufen. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Fischer. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Super, hat ja echt gelohnt, dass ich das abgebrochen habe. Ohne Scheiß. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall mit der Mission weitermachen. So, SMI nochmal besuchen. Flüssiggasterminal, auf geht's. Briefing starten. Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreicht. Kennen wir schon. Und Mission starten, auf geht's. In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Brauche ich nicht. Obwohl, ich probiere mal Sekundärwaffe. Ich habe ja 500.000 SR-25 kaufen und ausrüsten. Dann brauche ich Elite Sniper. Einmal das. Dann nehmen wir Reichweite nochmal. Gewichtsausgleich. Auf jeden Fall nochmal Präzision erhöhen und dann holen wir uns nochmal. Absolut. Und das holen wir uns nochmal. Zurück, zurück, zurück. Und auf geht's. Nähern uns Absprungzone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1. Los, 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 los! Grim, Sam ist raus. Verstanden. Dann mal los. Flüssiggasterminal. Sabine Pass, USA. Dämm als Feuer beim Flüssiggasterminal ein und halte sämtliche Engineers vor Ort auf. Grim, bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Fields scheinen unter starkem Beschuss zu stehen.
Engineers? Bestätigt. Sind festgenagelt. Wer weiß, wie lange sie noch standhalten. Okay. Amerikaner! Blade! Chaos! Woher kennen Sie die Parole? Sie werden nicht feuern, also hören Sie auf mich zu zielen. Ich will Ihnen helfen. Wer sagt, dass wir Hilfe brauchen? Was machen Sie hier? Undercover-Einsatz. Sollen Sie die Anlage hier sichern? Die hatten uns beauftragt, den Tanker zu schützen, aber zu spät. Danach sind wir hierher gekommen und haben die Angreifer verfolgt. Wir hatten beinahe den Anführer. Dann ging alles den Bach runter. Grimm, hochrangiges Mitglied der Engineers vor Ort. Zeig mir den Weg. Anführer der Engineers hin. Jetzt wird hier erstmal Engineer geschnetzelt, wenn ich denn mal welche sehen würde. Mit Herf, ich sehe keinen. Doch, da. What the fuck? Ich habe den nicht getroffen. Lol. Ist das scheiße, Mann. Der hat ja so einen starken so einen komischen Rückstoß. Alter! Ich bratz da was weiß ich wie viel. 1000 Schuss drauf. Oh, scheiße. Okay. Hätte ich nicht machen sollen. Ist nicht so schön, die Waffe. Ich dachte, ich kann die jetzt so schön als DMR noch einsetzen zusätzlich. Aber ist leider dem nicht so. Weil die doch ganz schön was mehr aushalten, als ich dachte. Ist natürlich geil, wenn man auf Reichweite geht. Schnauze da hinten. Ja, um halt wirklich schön den... Um ordentlich zu snipen. Alter. Komme ich da unten hin vielleicht? Nee, ich brauche unbedingt meine M416 wieder. War leider eine Fehlentscheidung, die hier zu holen. Komm schon. Ja, ja, wenn ich da mal hinkommen würde. Wäre es ganz geil. Komm, geh dahinter. Okay, auch Durchschlagsvermögen hat sie ja auf jeden Fall. Muss man ja sagen. Oh, jetzt haben sie da schon ihr Rauch geschmissen. Dass die auch immer den scheiß Rauch schmeißen müssen. Der Tod, ja. Wo haben wir noch welche? Wir haben hier auf jeden Fall nur Leute. Die Frage ist nur, wo? Da hinten haben wir neun. Ich brauche meine M416. Das erleichtert mir auf jeden Fall sehr, sehr vieles. Sam, die Erstversorger werden angegriffen. Auf dem Weg. Grimm, ich brauche den Chefingenieur. So schnell ich kann. So, wir gehen auf jeden Fall über das Dach hoch, um uns da oben zu positionieren. Um hoffentlich einen sauberen Schuss zu kriegen. Oder auch nicht. Okay, ich muss runter. Schade eigentlich, ich dachte, ich kann da kurz... Oh. Ich dachte, ich kann mal... Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Mach ich doch immer. Schnauze da. Komm, dich holen wir noch weg. Zack. Komm, sterb doch jetzt endlich mal weg. Meine Fresse, die halten aber viel aus. Oh, oh, hi. Tschüss. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, sterb doch, Mann. Komm schon. Ach, das ist so ein Spacko hier mit der Dingens. Ach. Das sind noch die ganzen roten Punkte gewesen, alles klar. Ja, komm schon. Kein... Fuck it, Mann. Ich brauche ein Dingens, ohne Scheiß. Ich brauche meine M416, dann komme ich damit auch besser klar. Mein Problem ist halt bloß gerade... Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten.
Hoppala. Zack, tot. Okay, da oben ist eine. Wir haben hier auf jeden Fall eine schöne... ich kann da oben hoch. Haben hier oben auf jeden Fall eine schöne Sniper-Stellung. Was es auf jeden Fall doch ein bisschen einfacher gerade macht.